So, Leute, da sind wir mal wieder. Call of Duty 2 geht in Folge, wenn man nach YouTube-Folgen geht, die man auf Streaming auch abonnieren kann, beziehungsweise Streaming kann man abonnieren und das alles nochmal sich angucken. 4 wäre das. Und wir sind Genosse Scharfschütze. Wir spielen immer noch auf der russischen Seite. Ich weiß gar nicht, man spielt bestimmt auch auf anderen Seiten. Spielen wir ein bisschen weiter. Hier. Ich habe vergessen, mir was zu trinken zu wollen, weil meine Coca-Cola ist leer. Naja, machen wir gleich. Da hinten sehe ich schon meine Punika oder ein gutes Wasser mir entgegen blinzeln. So. Los geht's. Was haben wir an Waffen dabei? 2 Scharfschützengewehre. Oh, da geht's auch gleich los. Alter, wirft hier gleich mit Granaten um sich. Sowjetische Truppen auf dem Präsentierteller. Hinter uns. Kein Thema. Sanitäter. Sanitäter. Sowjetische Truppen auf dem Präsentierteller. Hinter uns. Hier. Nichts gibt's. Und fang du meine Kugeln, Arschloch. So, und wir spielen weiter. Und heute bestimmt auch mal einen Tacken länger wie gestern. Das Spiel wurde mir gesponsert. Ich habe es zwar für 10 Euro bekommen, da habe ich extra geguckt, dass ich da ein bisschen was Günstigeres finde. Und es freut mich immer, wenn ihr mir Spiele schickt oder sponsert. Das ist super. Vasili, das Scharfschützengewehr. Welches Scharfschützengewehr? Achso. Gut, warten Sie jetzt, bis Pavel seine Aufmerksamkeit weckt. Pavel, los! Ja, Genosse! Habe ich nicht gesehen. Kannst du es nochmal machen? 2. Stock. Linkes Gebäude. Welches? Zweiter Stock. Linkes Gebäude. Umschalt kann ich. Okay. Linkes Gebäude? Ah ja. Danke. Er ist tot. Guter Schuss, Genosse. Gut gemacht, Vasili. Und okay, jetzt dieses Gebäude. Wir müssen noch den Rest des Rathauses sichern. Red Orchestra habe ich natürlich nicht gezockt. Gibt es das überhaupt für PC? Oder war das nur für Konsole ein Teil? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich aber nicht gespielt. Ich habe nur die neueren Call of Duty gespielt. Die klassischen noch nicht. Was ich bereue jetzt im Nachhinein. Aber es ist nie zu spät. Wow, 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 wow. Ach, kommt schon. Ernsthaft? Hilfe! Geh da hin. Müssen wir hier lang? Ich geh einfach mal hier lang. Wir müssen bestimmt hier lang. Hallo? Aha. Man hätte auf mehreren Wegen hier hinkommen können. Wunderbar. Okay. Das Gebäude ist sicher, Genossen. Wir müssen uns auf den Gegenangriff vorbereiten. Verteidigungspositionen einnehmen. Ist das hier eine Verteidigungsposition? Mir nach! Ich bin direkt dahinter, Genosse. Der Angriff beginnt. Da kommen Sie! Haltet die Position, Genosse! Ich sehe niemanden. Oi. Der Feind! Nehmen den Panzer da! Haltet die Feinde!
Deutschen schaffen ein MG42 zu flocken. Schnell, weg damit! Mach ich. Ich sehe ihn nicht. In der Nähe des Brunnens, nördlich von uns. Ich komme einen Stockwerk höher. Schaut er ja da unten nichts. Die Deutschen in der Nähe des Brunnens, nördlich von uns. Ja, ja, ich hab dich schon verstanden. So, jetzt aber. Alter, nach 3 Schüssen. Ja, hast ja super gemacht. Jungsmann. Brennen uns hier. Vasili, noch ein MG42 Schütze will Position auf dem Platz beziehen. Was ist mit dem? Den sagt mir keiner an. Hinter dem Brunnen! Feuer eröffnen! Ja, ich muss erstmal nachladen, das Ding. G42 Schütze! Ja. Rotes Gebäude zur Mitte! Alter! Vielleicht hier durchballern. Feuer an die Deutschen da hinten! Feindliche Infanterie! Neben dem Panzer da! Na los, schaltet sie aus! Bist du schwer, Freunde? MG42, graues Gebäude, dritte Vasili, an den Panzer ab der Waffe suchen! Boah! Oh Mann! Dass ihr mir auch keine Deckung gibt. Leute, war ich bereit oder was? Okay. Komplett nutzlos. Noch ein MG42 Schütze will Position auf dem Platz beziehen. Er braucht Hilfe. Er wurde getroffen. Feindliche Infanterie. Feuer eröffnet. Stirb, Deutsche. MG42 Schütze. Ja. Rotes Gebäude zur Mitte. Feuerschutz. Die Deutschen. Neben dem Panzer da, nordöstlich von uns. Kommunisten! MG42, graues Gebäude, dritter Stock. Deutsche Granate, lass weg! Reichmann, feindliche Infanterie! In der Nähe des Brunnens, nördlich von uns. Feindliches Raketenfahrzeug. Vasili, an den Panzer ab der Waffe suchen und ausschalten. Oh, wo ist diese Oh, da ist die Panzerabwehrwaffe. Mach sie nieder! Feuer auf die Deutschen, der Kapitän! Oh, Mann. Alter, das... Denkst du, der dreht sich mal um? Was war das denn? Gestorben? Ach, fickt euch! Wie bin ich denn jetzt gestorben?
Ihr habt es doch jetzt auch nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Welches rote Gebäude? Die sehen alle gleich kacke aus. Rotes Gebäude. Oder sagt ihr rundes Gebäude? MG42-Schütze. Graues Gebäude. Zweiter Stock. Die sind alle grau. Mit Pfeifen. In der Nähe des Brunnens. Nördlich von uns. Feindliche Granate. Wollt ihr die auch töten, oder? Eine Panzerabwehrwaffe suchen und ausschalten. Eine Granate! MG42-Schütze auf So, diesmal bin ich auf euch vorbereitet. Es ist ja nicht zum Aushalten. Steht einfach ein Gegner hinter ihm, schießt auf ihn. Interessiert ihn gar nicht. So, direkter Treffer. Alter! Gut, dass ich nicht nochmal alles spielen muss, ne? Doch, muss ich. Feindliche Infanterie! In der Nähe des Brunnens! Nördlich von uns! Alter! Wie ätzend das gerade ist. Na, bei dir bleiben, kenne ich schon die Geschichten. So gut gemacht. So, Spiel gespeichert, endlich. Das ist ja zum Kotzen, die Stelle. Also, ich hoffe jetzt mal langsam echt auf ein neues Setting. Die Deutschen ziehen sich zurück. Ja, weil wir sie in Grund und Boden geschossen haben. Weil wir so gut waren. Tapfere Genosse Vasili. Heute scheinen wir nochmal Glück gehabt zu haben. Glück gehabt zu haben. Wo bist du, du Pfeife? Glück gehabt zu haben. Dummer Wichser, Mann. Ich habe die russische Kampagne abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt geht's endlich mal voran hier. Scheiße, Mann. 1941. Soll ich mal was zu trinken? Ein deutscher Feldmarschall trifft in Libyen ein, um das Kommando über das Afrikakorps zu übernehmen. Innerhalb weniger Monate nimmt der neue Stern am Himmel der deutschen Armee die Gebiete ein, die vor seiner Ankunft vom britischen Commonwealth besetzt wurden. Obwohl sie eigentlich deutlich in der Unterzahl sind,
gelingt es dem Afrikakorps mit der überlegenen Reichweite und Panzerung seiner Panzer, es mit den Alliierten aufzunehmen. Im Juli 1942 die britischen Truppen nach Osten durch die Wüsten von Libyen bis nach Ägypten. Jetzt, Ende 1942 und rund 100 Kilometer vor den Toren der ägyptischen Hauptstadt Kairo, bereiten sich die Truppen des britischen Feldmarschalls Montgomery, zu denen auch die Desert Reds der 7. Panzerdivision gehören, auf den Widerstand gegen die deutsche Offensive vor, um die Initiative zurückzugewinnen. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. So. So, mit Stream Inc. geht's ja tatsächlich voran. 5 Abonnenten haben wir mittlerweile. Das erfreut mich großer Begeisterung. Setzen zum Angriff an! Ende! Das ist das, Männer! Unsere Köder sollten diese Panzer ablenken. Werden wir deren Versorgungen vernichten. Los! Alright! Neue Waffen! Neues Glück! Altes Gameplay. Gut so! Immer schön festmachen! What? Ach, die gehörten gar nicht zu uns. So eine Kacke. Verlassenes Depot. Setzen zum Angriff an. Ende. Upsa. Das ist das, Männer. Unsere Köder sollten diese Panzer ablenken. Werden wir ihre Versorgungen vernichten. Los! Sie sehen aber auch alle gleich aus. So wahnsinnig viele Granaten würden die es nicht so einfach haben, sage ich euch. Aber ein schönes Setting. Wollen wir so klassisches durch die Schützengräben latschen. Ganz genau, immer schön nageln. Ich nehme mal an, wir müssen da hoch. Wobei man sagen muss, Brothers in Arms war deutlich atmosphärischer, wie ich finde. Warum müssen wir denn weiter? Ah ja. Der hat das überlebt. Ach, das ist eine Schießscharte. Okay. Eine Pumpgun wäre nicht schlecht. Habe ich dann als Zweitwaffe. Okay. Gehen wir doch mal weiter. Granate, Mann. Ich muss zurück. Wohin jetzt? Alter! Fuck. Sie wurden von einer Granate getötet. Ach was. Eine Granate! Lauf! Ich mach jetzt den Style. Alter, drei Granaten! Das ist euer Ernst, ja? Töte die Bomben!
wieder drei Granaten. Ey, ihr habt mehr Granaten als Unterwäsche dabei, kann es sein? Na los, Davis! Wir müssen zu Bryce und McGregor stoßen! Ja, was auch immer. Und wo ist der? Sind die hier? Lasst mich mal noch den hier. So soll man auch einfach mal Granaten spammen. Auf der anderen Seite der Fässer da! Jetzt habe ich aber zu einer dummen Waffe gewechselt. Ich mag diese Tommy Gun mehr. Gut, ist jetzt nicht wirklich die Tommy Gun, aber es ist eine Thompson. So, wir schmeißen jetzt auch einfach überall Granaten hin. Was sie können, können wir auch. Oh, das sollte weggehen, ne? So, dann machen wir das total untaktisch. Ah, doch, wir decken uns mal. Hier doch ein bisschen in Deckung. Sie sind da, englische Truppen. Oh no. Hä? Was muss man da kaputt machen? Ach was. Du bist allein auf diese Idee gekommen. Ich sehe das nicht. Was ich da kaputt machen soll. Wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal da nach hinten. Vielleicht muss ich von der anderen Seite da ran. Nee, auch nicht. Okay, keine Ahnung. Na, ihr macht das schon. Ich hab irgendwie... Ah, vielleicht die Fässer. Das ist das. Das sind die Fässer. Die man zerstören musste. Das ist COD2 übrigens. Nur falls gefragt wurde. Okay, ich halte den Rücken frei. Ich will die Bunkertür offen sehen. Ja, Sir. Macht ihr das? Du machst das, okay. So, oh. Aber gut, dass ihr mich daran erinnert. Davis, überprüfen Sie den Bunker nach feindlicher Aufklärung. Wir haben keine Zeit, einen ganzen Haufen blöder Karten zu sammeln. Klappe, McGregor. Aber... Ich sagte, halten Sie Ihre Klappe, Private. So. Nochmal kurz hier geswitcht. Call of Duty 2 spielen wir. Wunderbar. Braucht Deckung! What? Ja, ich brauche Hilfe. Niedergebrezelt haben sie mich. Schlüter! Brauche Deckung beim Nachladen! Schrotflinte hätte man mir hier geben sollen. Verdammte Axt. Mit mir kommen.
Aber schön, dass man hier mal so ein Close Combat hat. Das freut mich wirklich sehr. Ich möchte mehr Close Combat in so spielen. Und es sieht heute halt immer noch echt gut aus. Also solide auf jeden Fall. Man braucht uns in der Stadt, Sir. Und angenehm kurze Level, muss man auch sagen. Sieht nach einem verdammt harten Kampf aus, Jungs. Bringen Sie uns. Oh, guck mal, hier ist Price. Davis McGregor in den Brenntransporter. Der ist auch so ein Running Gag geworden. So, wir setzen gleich mal fort. Alter, wir spielen ja schon wieder eine halbe Stunde. Die Zeit vergeht aber auch echt. So, mein Schuh. So. Wenn es jetzt Tag wird, wäre es super. Die Deutschen sind schon hier. Das wird eng. Festhalten! Naja. Ihr macht das schon. Sollen hier was zapfen? Ja, wir müssen uns erstmal um die kümmern. Oh, es wird hell. Hübsch. Ach, ich freue mich, dass ich mich immer noch für sowas begeistern kann. Für so Kleinigkeiten, die das Spielgeschehen wirklich schön machen. Ja, da. Der das nicht will, dann nehme ich das. Oh, das ist vorbei. Oh. Deutsche Truppen bei den Felsen drüben im Westen. Verstehe ich nicht. Gut so. Immer schön fest. Sie wollen durch die Westflanke brechen. Los, darüber und stoppt sie. Deutsche, bei den Felsen im Westen. Okay, wir haben es nicht geschafft, sie aufzuhalten. Das heißt, Mann. Alter! Sie wollen durch die Westflanke brechen! Los, darüber und stoppt sie! Im Südwesten! Wenn ich nachladen müsste, wäre das alles kein Problem.
Dürfen die nicht so nah ranlassen. Er bewegt euch deutlich zu schnell auf mich zu. Jetzt auch mal drauf gehen würde, wäre das alles kein Problem. Alter, das sind zu viele. Ich glaube, so viel Munition habe ich nicht. Ja, aber das ist nicht so schwierig. Alter! Aber schön, dass meine Leute auch was reißen und nicht nur Beiwerk sind. Ah, ich muss nachladen. Da ist doch nur noch der eine hier. So, jetzt muss er aber dann nach hinten. Ich habe auch keine Munition mehr. Das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Es ist noch gar nicht so spät, merke ich, aber wir haben ja auch eine Stunde früher angefangen. Hier, nehme ich. Ja, soll rankommen. Ja, da ist doch niemand mehr. Aber das mit der Rauchgranaten ist schon gar nicht so schlecht. Überprüfen Sie den Status unserer Geschützbatterie. Bin schon dabei, Sir! Queen 6, hier spricht King 5, Ende! Brauchen Artilleriehilfe, Queen 6! Wir stehen deutschen Panzern gegenüber, die wollen uns über den Haufen rennen, Ende! Sie haben Glück, King 5! BK 6 ist bereits am Feuern und wartet auf Koordinaten! Over! Lass mich raten, das darf ich machen! Davis! Zum Dach eines dieser Gebäude und lokalisieren Sie Ziele für die großen Geschütze! Los! Ja, das mal doch glatt! Wie mache ich das? B. So, das machen wir doch.
So, jetzt da drauf. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, wenn er sich auch da unten bewegt. Oh. So, jetzt aber. Alter, wieder zwei. Auch jetzt beide besiegt. Oh Mann! Wo denn noch? Deutsche Truppen! Oh Mann! Nördlich von uns! Das ist nicht so interessant, wie es aussieht. Alter, kommt da jetzt schon wieder ein Panzer? Ach, das ist einer von uns. Na Gott sei es gepfiffen. Hätten wir das geschafft. Ja, jetzt kommt ihr. Ich mit keiner Munition, runtergelassenen Hosen, die deutlich zu wenig gewechselt wurden. Haben wir das geschafft. Das war der letzte Krautfresser, was, Davis? Dummer Wichser, Mann. Mir zu helfen. Ja, es ist besser auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben. Emiliano Zapata, der hat auch das Brot erfunden, das Ciabatta-Brot. Lasst euch das mal gesagt sein. Ja, Geschichtsstunde mit Jan. Wer mehr erfahren will, guckt sich auch einfach mal diesen Film hier an. Kann ich nur empfehlen. Full Metal Jacket. Da lernt man alles, was man in der Armee wissen braucht. Operation Supercharge. Lass mich raten, wieder Wüste und Panzer. Als hätte ich es gewusst. Lass mich raten, hier ist alles vermint. Haha. Verfolgen wir die Deutschen durch den Tunnel. Okay. Die Panzer auf der anderen Seite. Es wäre nett übrigens, wenn ihr nicht auf mich schießen würdet. Tunnel, darauf habe ich Bock. Schön mit kleinen Feuerstößen die Gegner wegspratzen.
Okay. Ich warte. Ihr sagt Bescheid, wenn ich heraus kann. Nutzt die Deckung der Panzer aus, während wir uns dem Graben nähern. Oh gut. Wenn wir zur Grabenlinie kommen, arbeiten Sie sich die Gräben entlang und schalten die Panzerabwehr so schnell wie möglich aus. Ja, Price. Hätte Socken. Ich auch, oder? Minenfelder voraus! Los, los, los! Aua! Maschinengewehr da drüben! Und eine Granate in das Ergebnis! Granate in das Ergebnis! Achtung, Maschinengewehr da drüben! Mach das mal, Sir, ne? Scheiße. Ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Wenn wir jetzt noch eine Schrotflinte hätten. Oh oh. Legen uns hin. So. Einer nach dem anderen. Nix eine Granate. Oh Mann. Der hat mich gut geschossen. So. Hier, Granate, Leute. Der macht mir alles nach, der Price. Oh, Vorsicht, die machen uns auch nach. Haben wir's dann? Alles muss man hier selber machen. Da sind ja unsere Leute schon. Hey Leute! Take that! Ja. Verleben das auch noch. So, Schicht im Schacht. Damit will ich ballern. Hat auch eine sehr angenehme Laufgeschwindigkeit. Das fühlt sich echt gut an. Oh Mann. Durchqueren Sie das Tal und gelangen Sie schnell in diese Gräben. Benutzen Sie die Panzer als Deckung. Ja, ja. Das Level. Na super. Mein Panzer ist futsch. Los, los, los! Immer schön fest rein, ganz genau. Spiel gespeichert. Also, Vorfahrt oder was? Oder warum soll ich auf die Schilder achten? Halt da
los! Los, los! Achtung vor den Minen! Ich bin hier falsch. Da hoch muss ich nämlich. So. Wow. Werf auf eine Granate. Muss hier weg. Ah. Scheiße, Mann. Gehen wir aber gleich hier hin. Also findet ihr nicht, dass ihr es ein bisschen übertreibt? Mache ich das? Nicht so wahnsinnig. Bin zu weit? Ach, die Kasernen soll ich jetzt sichern. Alles klar. Gut oder böse? So, sag doch was, dass du das Ding in die Luft jagst. Hä? Ich dachte hier rein. Ich verstehe den nicht. Ich verstehe den Typ nicht. Er springt hier die Tür auf, rennt dann weg und sagt, hierher. Das ist mir nichts. Ich traf das nicht. So. Ich bin einfach zu hoch. So, gucken wir uns doch hier mal um. Da ist eine verschlossene Tür, da kommen wir nicht weiter. Aber der Lunster um die Ecke, wahrscheinlich geht's da weiter. Diese Gebäude sind der Sammelpunkt. Oh Mann. Die Level werden jetzt echt deutlich ausladender. Beziehungsweise umfangreicher. Alter. Ja, kurz in Deckung. Nach der Mission machen wir dann aber auch Schluss für heute. Der Sandmann hat nämlich schon wieder... Der macht schon wieder Überstunden. Und ich habe morgen so viel zu tun. Und ich will ja morgen auch wieder Programm machen. Für euch. Und ich glaube... Ihr seid auch ganz froh, ins Bett zu kommen, oder? Mit unseren Fahnen ist der Sieg. Panzer. Immerhin, sie haben es richtig geschrieben. Sergeant Davis, finden Sie in den Gebäuden ein Funkgerät und berichten dem HQ und Mortys Jungs, dass wir den Sammelpunkt gesichert haben. Haben wir uns das wieder zu Hause vergessen oder was? Gut gemacht, Jungs. Ihr habt ihn Bettkammern,
Das kann man auf jeden Fall verkaufen. Da gibt's Golddublonen für. So, guck mal, da stehen sie alle. Da haben wir doch ein paar überlebt. So. Wer mehr sehen will, geht jetzt auf Streaming, auf YouTube. Einfach eingeben oder den Link, den ich jetzt nochmal reinhau, folgen, dann Abo da lassen. Und da kann man sich dann schon mal Tomb Raider angucken. Layers of Fear ist oben. Und wir werden fast täglich kommen da jetzt neue Streamings, bis wir an dem Punkt sind, wo wir einfach die täglichen, am nächsten Tag versuche ich die hochzuladen. Irgendwie wird da noch Rhythmus kommen. Es wird unregelmäßig sein, aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da ein Abo hinterlasst. Dann wird das alles auch nämlich noch ein bisschen schicker, weil ich habe gelesen, wenn man 100 Abos hat, dann kann man den Kanal umbenennen und dann ist der Link nicht so scheiße. So, hier ist der Link. Viel Spaß damit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich habe ein gutes Gefühl, wir schaffen es dieses Jahr noch auf feste 50 Zuschauer, die 20, die immer mit dabei gucken. Freue mich immer sehr, dass hier so stringent durchgeguckt wird. Das finde ich sehr schön, dass ich doch eine kleine, aber treue Fangemeinde habe. Jetzt aber genug Eier geschaukelt, Honig um den Mund und um den Bauch geschmiert. Auch wenn man das, glaube ich, nicht so sagt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Man sieht sich am Samstag und dann hoffentlich ein bisschen länger. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr fertig, weil es muss wieder Eis gelaufen werden und ganz viel anderen Scheiß gemacht werden für Rocket Beans. Und ich sollte mich immer auch hinsetzen und wieder normale Gaming-Folge machen. Freut euch auch darauf mal wieder. So, jetzt habe ich alles gesagt und ich verabschiede mich, sage gute Nacht noch einmal und bis auf dann, Schätzchen. Tschüss.